Stellen wir hier mal wieder um. Dass wir mehr Kohle hier rauskriegen. Bei Gold ist jetzt gerade nicht so das Problem. Oder Eisenerz. So, noch einer fehlt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, dann als nächstes brauchen wir Architektur. Das wären dann 3-1-1. Kann ich schon mal vorbereiten. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Die nächste gute Frage ist, wohin mit der Pferdezucht? Wobei ich wahrscheinlich die Pferdezucht wieder überspringe und auf Kanonen gehen werde. Tja, dem sein Mittagessen hätte ich eigentlich ganz gerne. Ah, wo bist du, mein Tapferer? Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gut, das, was er hat, wird niemals eindringen können bei mir. Ich werde aber trotzdem als nächstes dann die Spionage und dann die Akkordarbeit bauen. Und ich brauche noch viel mehr Prestigepunkte. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Stein haben wir ja genug. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Also das brauchen wir. Das hier. Und dann brauche ich nochmal 3-1. Dann machen wir gleich 6-2. Dann kann ich nämlich auch gleich die satte Ernte erforschen. Und dann können wir nach und nach die Dinger ausbauen. So, versetzen. So, dich nicht entlassen, sondern einfach zurück in die Burg. Dann hätte ich gern noch 2 Musketiere. Oh nein, ihr habt einen Siegpunkt weniger.
Okay, Eisenmangel ist immer noch so eine Sache. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. So, die Spionage als nächstes. Und eigentlich bräuchte ich noch den Sturmangriff auf jeden Fall. Also nochmal 3 und 1. Also 3, 1, 1 eigentlich. So. Sollte eigentlich langsam mal wieder Kohle reinkommen. Jetzt müssen wir hier doch noch einen Kühler errichten. Oder doch? Konradin, den Sektor wegnehmen, dass wenn die Kohle kommen. Oder beutet Konradin da schon die Kohle ordentlich aus? Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Ja, Konradin ist mit dem Handel beschäftigt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wir machen so viel Weizen gerade und werden ihn nicht verbrauchen. Also kümmern wir uns jetzt darum und um eine Händlergilde. So. Dann können wir dem da nämlich seinen Stoff liefern. Also seine Wolle liefern. So. Ich habe die Forschung. Und die Forschung. Ein weiterer Siegpunkt im Kampf gegen das Böse. Feldmarschall, hey. 3-1 für die Akkordarbeit als nächstes.
Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Das ist nicht so schlimm. Er hat Kavallerie jetzt, okay. Er hat Kanonen, das ist eher schlimm. Und er hat nichts Besonderes. Aber ja, irgendwann brauche ich auch selber Kanonen. So, jetzt hoffe ich mal, dass Kohle bald reinkommt. Auch wenn ich hier wieder den Geologen auf Geologe wechseln muss. Wir haben nämlich auch noch so das Problem, dass wir für Räder auch Eisen und Holz brauchen. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ja, Kondradin versucht jetzt ordentlich mit Handel. An Siegpunkte zu kommen, während ich versuche halt... andere Weise an Siegpunkte zu kommen. Also ja, Handelsgesellschaft wird sich Kondradin ihm bald einverleiben. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, dann greifen wir mal den Rauenhügel an. Wobei, zieh dich nochmal zurück. Hier hätte ich gerne einmal einen Pater drin. So. Dann würde ich jetzt bevorzugen, wenn wir erstmal die Kaserne auf Maximum ausbauen würden. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und ja, ich werde hier oben doch ein bisschen umdisponieren. Dass alles mal weg ist. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Habe ich euch nicht gewarnt, Balderus? Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Eure Zeit ist um. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, machen wir das so. Eisenschmelze, Kühlerei, Straßenanbindung. Oh nein, ihr habt einen Siegpunkt weniger. Okay, da hat einer den Feldmarschall mir abgenommen. Mhm. So, weil dann produziere ich auch dreifach Eisen. Und was brauche ich noch? Ja, einen Platz, wo ich Räder herstellen könnte. Aber Räder werden hier produziert, ja.